Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, herzlich willkommen bei uns im Labor. Schön, dass ihr dabei seid. Guten Abend daheim. Es ist mir ja immer eine besondere Ehre, zu wissen, dass ihr mir Treue haltet. Und darum ist es für mein Team und mich ganz wichtig, dass wir euch jedes Mal, in jeder Woche am Donnerstag am Abend wieder mit neuen Geschichten überraschen. Wir haben das Gefühl, dass wir heute Abend eine ganz besonders tolle Truppe von Menschen, die mit Höchstleistungen, und zwar der unterschiedlichsten Art, euch richtig werden freuen. Das sind nämlich meine Gäste heute Abend. Er ist seit 40 Jahren immer am Bau und ist mit seinen Kommentaren rund ums Schutten, aber auch um manche andere Sportarten zu einer Ikone geworden. Der Benny Durnherr. Sie hat mit ihrem Team einen munzig kleinen Roboter entwickelt, der in den nächsten Jahren die Medizin wird revolutionieren wird. In ihrem Fach ist das Kleinste das Grösste. Und solche wie ihn gäbe es auf der Welt weniger als 100, sagt die Wissenschaft. Er rechnet so schnell wie ein Computer, lernt eine neue Sprache in einer Woche und weiss die Pi-Zahl auf 21.000 Stellen genau. Eine Höchstleistung, wenn es um das geht, dann kommt mir eigentlich eine Person als erstes in. Sie steht ganz oberst auf meiner Liste, was Höchstleistungen anbelangt. Sie hat als Kunstturnerin letztes Jahr eine Goldmedaille geholt und jetzt vor kurzem an den Europameisterschaften in Sofia eine zweite. Und so nebenbei hat sie auch noch eine Bronzemedaille mitgebracht. Sie ist zigfache Schweizermeisterin und ist Sportlerin des Jahres. Und jemand, der mit 20 eigentlich schon fast alles erreicht hat, mit einer Höchstleistung, wo man nur grössten Respekt haben kann, wenn man diese Bilder sieht. Ja, und herzlich willkommen hier bei uns im Studio, Julia Steigruber. Julia, willkommen. Schön, dass du da bist. Ganz versteckt sind die wunderbaren Trophäen da bei dir in der Hand. Das ist Gold, ja. Nein, das ist Bronze. Und das ist Gold. Wo hängen die daheim? Die hängen zusammen mit der Goldmedaille von letztem Jahr und mit den Sports Awards Trophäen. Wenn man so viel erreicht hat mit 20, denke ich mir, kann es denn noch weiter runtergehen? Was ist das nächste Ziel? Ja, also dieses Jahr ist sicher noch die Weltmeisterschaft in China im Oktober. Und dann haben wir auch in der Schweiz noch ein paar Wettkämpfe, die wir nicht vergessen dürfen. Und das Highlight ist natürlich der Swiss Cup im Hallenstadion. Das heisst also, die Ziele gehen nicht aus? Nein, definitiv nicht. Wenn man sieht, wir haben es vorhin in dieser Einspielung beobachten können, so einen Sprung, das geht ein paar wenige Sekunden. Ich frage mich nur, wie kann man sich so fokussieren, dass die Bewegungsabläufe perfekt laufen? Ja, das ist stundenlanges Training. Also, ich glaube, wir können die Sprünge eigentlich schon im Schlaf oder sollten es schon im Schlaf, weil wir machen die wirklich zu 100 Mal im Training und ja, wir machen es eigentlich wirklich erst, wenn es 100% sicher ist, dass wir die stehen. Wenn man die Bilder sieht, die wir jetzt noch einmal parat gemacht haben, dann spürt man, dass da so ein fast ein automatisierter Ablauf passiert. Aber was geht im Kopf vor, wenn in dieser Blitzesgeschwindigkeit alles muss überlegt werden, jede Drehung und am Schluss hoffnungsvollerweise du auch auf beiden Beinen landest? Ja, da geht einem wirklich relativ viel durch den Kopf. Ich meine, so ein Sprung geht 4 bis 5 Sekunden und dann ist es fertig. Aber wenn man da alles zusammendenkt, das ist unglaublich. Also, ich kann es einmal gar nicht recht sagen, wenn ich denke. Aber es ist einmal wirklich bei der Landung ist so eine richtige Erleichterung. Ich denke mir, boah, danke. Jetzt ist einfach noch nicht fertig, jetzt kommt noch der zweite. Aber dann kann man ein bisschen lockerer an die ganze Sache. Eine Goldmedaille hat man jetzt bei der neuesten in Sofia das Gefühl gehabt, es ist nicht nur Können, es ist auch ein bisschen Glück und es ist auch ein bisschen Strategie.
beobachtet man seine Konkurrentinnen genau und sagt, dementsprechend tun wir die Sprünge ausdenken oder noch korrigieren oder noch verschärfen. Ja, es ist schon so, aber es macht eigentlich mehr mein Trainer, der nämlich schaut. Weil wir haben ja immer vor dem Wettkampf das Podiumstraining. Das ist ein Training auf dem Wettkampfplatz. Und er schaut dann dort wirklich jeden Durchgang und schaut vor allem am Sprung, wer zwei Sprünge macht und wann er macht. Und ja, nachher ist es wirklich einmal so ein bisschen Pokern und Hoffen. Mhm. Wer bestimmt letztendlich? Du giltest als jemand mit einem harten Kopf. Ja, das stimmt. Aber am Sprung hat bis jetzt immer er entschieden, was wir machen. Und es hat bis jetzt immer gestimmt. Und jetzt sind so viele am Boden, konnte ich meinen Kopf durchsetzen. Und das hat am Schluss die Bronze gebracht? Genau, ja. Also das heisst, man ist umgeben von ganz vielen Menschen, die eigentlich nur das Beste wollen. Also an einem Wettkampf, wie geht man damit um, wenn so viele Leute auf einen Einfluss nehmen? Ja, es ist sicher nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, bei mir kommt der grösste Druck kommt eigentlich von mir selber. Und ja, ich sage mir einfach immer, ja, wenn man einen schlechten Tag hat, das habe ich auch keinen Sofia beim Teamfinal, das ist total menschlich, das kann passieren, aber ich habe mich relativ schnell wieder fangen und nicht den Kopf ins Sand stecken, weil es am nächsten Tag schon weitergegangen ist. Und ja, die Erwartungen sind sicher immer grösser. Das heisst, einmal Gold, immer Gold. Mhm. Und das ist halt schon auch nicht immer ganz einfach. Die Luft wird dünn gegenüber. Das ist so, weil Konkurrenz schläft ja auch nicht. Du hast immer wieder Verletzungen gehabt. Jetzt auch gerade dieses Jahr am Knie. Nachher deine Bänder an den Füßen sind auch nicht immer so, wie man es sich idealerweise vorstellt. Springt man immer auch mit einer gewissen Angst, dass etwas passieren könnte? Ja, das Risiko ist natürlich immer da, aber man darf eigentlich gar nicht an die Verletzungen denken und dass etwas passieren könnte, weil dann passiert es eigentlich relativ schneller. Aber ja, wenn man auch nicht 100% an die Sachen geht, dann ist das Risiko noch mal höher und darum sollte man wirklich immer Vollgas geben, auch im Training. Mhm. Hast du jetzt auch gelernt, auf deinen Körper zu hören und dann, wenn du nicht sicher bist, Nein zu sagen? Immer je mehr, aber es ist halt immer noch ein bisschen schwierig, weil ja, wenn ich etwas machen möchte, dann will ich es auch richtig machen. Und auch wenn ich mal ein bisschen WWL habe, dann sage ich nicht immer, gerade, ja, ich bin ein bisschen reduziert trainieren. Und dann beißt man halt mal auf die Zähne. Aber manchmal ja, muss man vielleicht dann schon ein bisschen zurückstecken. Und das merkt man dann. Heisst das, wenn man sich jetzt für so eine Karriere entscheidet, dass man wirklich als junge Person alles muss hinten anstellen, damit man überhaupt an das Ziel kommt? Es sind viele Sachen, ja. Aber da lernt man wirklich von klein auf. Da, ja, Mittwochnachmittag hockt man in der Halle, wenn es schönes Wetter ist. Aber das Turnen ist jetzt zu meinem Beruf geworden. Und ich genieße es eigentlich auch total. Und ich habe eben eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, die dann viele auch nicht können. Mit 20 gehörst du eigentlich schon fast zu den frühen Pensionären. Wie lange kann man das machen? Ja, es ist unterschiedlich. Der Durchschnitt ist um die 24 herum. Aber es gibt immer mehr Turnerinnen, die jetzt schon bis zu 30 sind, die noch turnen. Vielleicht schon ein bisschen mehr auf Gerät spezialisiert und im Mehrkampf machen. Aber man weiß nie. Ich tue es vorzunehmen und schaue auch, wie es gesundheitlich aussieht. Wie wichtig ist es, neben der Karriere jetzt im Sport eine zweite sich aufzubauen? Ja, es ist eigentlich sehr wichtig. Für mich ist es auch sehr wichtig, weil eben, wenn man sich im Sport verletzt und noch nicht mehr weitermachen kann, dann steht man ohne nichts da. Es ist sehr schwierig. Darum ein zweites Standbein wäre schon nicht schlecht. Mhm. Da bist du dran. Ja, ich habe jetzt wieder angefangen. Ich habe vor den Olympischen Spielen habe ich mit der Schule gestoppt, weil es einfach zu viel geworden ist. Und jetzt bin ich im Selbststudium zum Matura nachholen. Das ist noch einmal hart. Da braucht es noch mal Durchhaltewillen. Was motiviert dich? Ja, sicher ist es hart. Aber eben für mich war es sehr wichtig, dass ich eine Ausbildung abschliessen kann. Und ja, der Ehrgeiz ist einfach wieder da, um einen Ausgleich zu haben neben dem Sport. Dein Vater ist ein enger Begleiter, macht auch das persönliche Management. Ist das manchmal auch Belastung, wenn man die Familie immer so nach hat? Oder ist es für dich eine Entlastung und damit eine Geborgenheit? Ich bin sehr froh, dass meine Eltern das übernommen haben. Wir haben jetzt aber noch jemanden beizogen, der uns hilft, weil es ist wirklich sehr viel geworden. Und, ja,
einfach zum Tipps haben, zum Wissen, wie man die Sachen muss angehen. Und ja, ich glaube, für sie war es auch eine neue Erfahrung. Als Kunstturner muss man auch Krafttraining machen. Du hast jetzt elegant versteckt unter einem Jeansjäckli einen sehr kräftigen Körper. Wie ist das, wenn man in der Body umherläuft? Ja, es ist sicher nicht immer ganz einfach oder angenehm, weil manchmal wird man schon ein bisschen blöd angeschaut. Aber ich kann jetzt relativ gut damit umgehen, weil ich sage, es gehört... Das kennen die sowieso alle, oder? Ja, abgesehen von dem, es gehört halt einfach zu unserem Sport und ohne die Muskeln würde es eigentlich gar nicht gehen. Also sozusagen als Bodybuilder angeschaut wirst, das ist dann vielleicht nicht so ehrenvoll? Nein, ist eben nicht. Aber ja, das kann ich relativ gut weglassen. Und wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr tue, dann gehen die ja dann auch wieder weg. Das nächste Ziel ist China. Ja, ganz klar. Es ist mit der Mannschaft sowie auch einzeln. Und ja, wir wollen dort natürlich wieder unser Bestes geben. Und das Fernziel ist dann sicher Rio 2016. Also ich hoffe, es gäbe noch mehr solche Plempo. Ja, ich hoffe es auch. Und ich muss sagen, wir sind mächtig stolz und gratulieren noch einmal zu dem tollen Metall, das du da letztendlich nicht nur für dich, sondern für die ganze Schweiz auch zeigst, was wir für grossartige Sportlerinnen haben. Alles merci Gute, vielmals. Julia. Nimm es mit, das ist wertvoll. Ja, danke vielmals. Liebe Julia, danke vielmals. Mein nächster Gast ist ein sehr spezieller Mensch. Die Wissenschaft sagt eigentlich den Personengruppen Savant, Weise. Es gibt eigentlich auf der ganzen Welt laut Statistiken höchstens etwa 100. Und sie sind begabt dafür oder sie sind in dem Sinn auch auf einem ganz spezifischen Gebiet extrem interessiert und haben Leistungen vollbracht oder tun das, wo wir Durchschnittsmenschen nur staunen können. Man sagt dem sogenannte Inselbegabung. Und mein nächster Gesprächspartner hat genau das. Er ist Autist, er ist Epileptiker und seine grosse Begabung liegt bei den Zahlen. Er rechnet etwa so schnell wie ein Computer. Er hat die Zahl Pi bis auf die 21.000. Stelle genau im Kopf. Er sieht Zahlen als Farben, Buchstaben ebenfalls und eine neue Sprache, die lernt er innerhalb von einer Woche. Also ehrlich gesagt, ist mir das ja alles ein bisschen unheimlich. Und darum interessiert es mich natürlich, wer steckt da dahinter? Herzlich willkommen, Daniel Tammet. Daniel, schön sind Sie da. Danke sehr, nehmen Sie Platz. Sie sind Epileptiker. Sie haben auch gewisse Probleme mit der Umgebung, indem Sie so autistische Züge haben. Wann wurde es Ihnen als Kind klar, dass Sie ein bisschen anders sind als die anderen? Ja, ich heute kann mich frei ausdrücken. Mhm. Aber als Kind war das anders. Ich war nicht wie die anderen Kinder. Ich verstand nicht die anderen Kinder an der Schule. Und ich war immer allein, mutterseelenallein. Und ich las, weil die Bücher waren meine Freunde. Und ich las und auf jeder Seite waren Zahlen, waren Worte. Und so statt Freunden hatte ich Worte, hatte ich Zahlen und sie würden meine Freunde. Also die Zahlen und die Worte waren in dem Sinne fast wie Menschen. Sie hatten auch einen Charakter. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich, für mich sind die Zahlen und die Worte menschlich. Mhm. Und lebendig. Nicht etwas Abstraktes. Und zum Beispiel die Zahl 11 ist für mich freundlich. Das ist eine freundliche Zahl. Ja, gibt es auch böse Zahlen? Und 5 ist laut. 5 ist laut. Lauter als 11. Ja. Und 289 ist sehr hässlich. Ja. Ja, sehr hässlich. So, jede Zahl ist für mich anders. Und das ist das Gleiche für die Worte. Die Worte
Zum Beispiel Apfel ist rot. Und selbst wenn der Apfel grün ist. Grün, ja, es ist. Genau. So, für mich ist das, ich bin Schriftsteller heute. Und beim Schreiben helfen Sie diese Farben und diese Emotionen. Mhm. Aber sehen Sie, wenn Sie jetzt irgendwo Zahlen sehen, dann sehen Sie Bilder? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Zahlen und ich glaube, dass alles, wir haben diese Vorstellung als Kind. Und das ist schwierig, weil an der Schule muss man nicht über die Zahlen dieser Farben haben und muss man immer nur die Zahlen abstrakt auf das Papier malen. Genau. Genau. So, also wird einem das fast ein bisschen ausgetrieben? Also Kinder haben vielleicht ein anderes Verhältnis zu Zahlen als das, was sie dann in der Schule lernen. Ja, und für mich war das kein Problem, anders. War es dann schwierig, dem Lehrer klarzumachen, dass jetzt 5 so laut ist? 5? Eben, war es für Sie schwierig als Kind, wenn Sie dem Lehrer gesagt haben, Herr Lehrer, 5 ist laut? Ja. Sie verstanden nicht. Logischerweise, und so, ich sagte nie, wie ich wie Sie fühlen. Fühle. Und, aber ich lernte später, dass zum Beispiel Nabokov, er war auch Schriftsteller, und er, wie mich, nahm diese mit Farben und Emotionen Worte wahr. Mhm. Und so, vielleicht für Künstler, für Schriftsteller ist das normal. Es gibt ja viele Musiker, die Töne auch in Form von Farben sehen. Genau. War es aber für Sie schwierig, so zu leben, und fühlten Sie sich ausgeschlossen? Ja, weil als man Kind ist, hat man diese Hoffnung, wie die anderen Kinder zu sein und nicht anders zu sein. Und heute ist das kein Problem für mich. Und aber damals war das schwierig. Damals war das sehr schwierig. Mhm. Und, aber ich hatte diese Zahlen und diese Worte. Und mit Hilfe der Bücher lernte ich zum Beispiel meine Muttersprache Englisch, weil die Bücher hatten Zahlen. Und so, die Bücher waren sehr, sehr wichtig für mich. Mhm. Und je mehr ich las, desto besser würden meine sozialen Fähigkeiten. Und so später war das kein Problem für mich, Freunde zu haben. Und, aber anfänglich waren Sie wirklich eingesperrt in Ihrem Denken. Die Zahl Pi, sagen Sie, das sei Poesie. Ja. Sie können diese Zahl Pi auf wie viel? 22.514 Nachkommastellen. Und das, auswendig? Ja, auswendig. Ein Rekord. Aber Sie haben 5 Stunden lang diese Zahl eins nach dem anderen fehlerfrei aufgesagt. Ja. Was hat sich da in Ihrem Kopf abgespielt? Für mich ist das ein Pi etwas sehr Schönes. Und diese Farben und diese Formen gemeinsam sind wie eine Geschichte und sind wie ein Gedicht, ein Epos über die Unendlichkeit. Und für mich ist nichts poetischer als die Unendlichkeit. Das ist wie das Leben und das ist wie die Vorstellung. Und als man stellt vor, denkt man über die Unendlichkeit nach. Und ja, ist es möglich für mich, dass vielleicht kann dieses Kind, der nicht wie die
anderen Kindern ist und sehr schüchtern ist und sehr linkisch ist, dass er in der Welt berühmt würde, wie Schriftsteller, in 24 Sprachen übersetzt. Und das ist so, ich glaube an die Macht der Literatur und der Vorstellung, Leben zu verändern. Das war meine eigene Erfahrung. Sie haben dann, Sie haben es erwähnt, angefangen, Bücher zu schreiben, mehrere. Sie wurden übersetzt, zum Teil haben Sie sie ja selbst übersetzt, von Englisch aufs Französisch und umgekehrt. Was möchten Sie Ihren Lesern sagen? Ich lese auf Englisch und auf Französisch, ein bisschen auch auf Deutsch, die Vermessung der Welt zum Beispiel. Und ich liebe die Gedichte. Und weil alles ist möglich in einem Gedicht. Und was kann ich von Ihnen lernen? Also für mich, ich will dieser Glaube an die Macht der Literatur meinen Lesern mitteilen. In meinen Büchern kann man über diese Poesie der Zahlen lernen. Mein drittes Buch heißt die Poesie der Primzahlen zum Beispiel. So, aber das ist nicht nur über die Zahlen. Für mich, die Zahlen sind lebendig, so das ist über das Leben. Das ist poetisch, weil das über das Leben. Was fasziniert Sie ist selber am Leben? Wenn man eigentlich sagt, Sie haben diese Handicaps, Epilepsie, den Autismus haben Sie überwunden, aber was macht für Sie die Faszination des Lebens aus? Alles möglich ist, als man diese Vorstellung hat. Und ich schaffe, um diese Vorstellung zu geben. Und das ist für mich sehr wichtig, das ist mein Leben. Ich kann nicht leicht leben ohne Bücher. Und so. Könnten Sie sich vorstellen, morgen in ein Büro zu gehen, in einer Fabrik zu arbeiten? Das ist nicht mein Leben, aber mein Vater arbeitete in einem Fabrik. Haben Sie Ihre Eltern letztendlich verstanden, in diesem ganz anderen Dasein, als Sie sich gewohnt waren? Es waren bescheidene Menschen. Ich glaube, dass die Eltern, sie glauben immer an ihre Kinder. Ja, Kinder, das ist natürlich. Aber das ist so incroyable. Unglaublich, ja. Ja, unglaublich, dass für meine Eltern, so, sie sind sehr fair, stolz. Und ich bin stolz auch auf Sie, so aufgewachsen zu sein. Ja. Was wünschen Sie sich jetzt für Ihr Dasein? Was ist Ihnen das Wichtigste? Ich die Literatur. Die Literatur, ich lernte so viel. Shakespeare. Die Emotionen waren sehr schwierig für mich. Und in Shakespeare kann man alles lernen. Wann, als man böse ist oder traurig oder glücklich und so. Ich lernte so viel und es ist so wichtig für die Kinder, Bücher zu haben, Bücher zu lesen, Autist oder nicht. Und sie können auch schaffen für mich. Das ist nicht, ich bin nicht ein Computer, ich bin ein Mensch und ich kann nicht alles machen wie ein Computer, aber das ist für mich nicht wichtig. Das Wichtige ist, mit den Leuten diese Dinge mitteilen und meine Lesen diese Dinge mitteilen und so über diese Macht, diese Macht des Wortes auch verfügen zu können. Der Vorstellung zu reden.
Also Sie haben einen großen Schritt gemacht aus dem Gefängnis des Autismus jetzt in die Kommunikation und in dem Sinne auch in die Nähe der Menschen, die Ihnen vorher Angst gemacht haben. Es ist spannend zu spüren, dass man völlig anders denken, empfinden und lesen kann. Und deshalb denke ich mir, haben Sie großes Interesse an Ihren Büchern geweckt. Ich danke Ihnen vielmals. Daniel. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute. Danke. 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 Es ist ja nicht nur Literatur, die interessiert, meine Damen und Herren, es ist selbstverständlich auch die Forschung. Und die meisten haben jetzt gefühlt, wir leben heutzutage im Zeitalter vom Computer, aber eigentlich hat schon längst das Zeitalter vom Roboter angefangen. Und wenn ihr euch jetzt als Roboter so irgendein Blechmännchen vorstellt, wo scheppernd an einem Gestell steht, nicht so wahnsinnig viel kann, dann muss ich sagen, liegt dir falsch. Die Zukunft des Roboters sieht ganz anders aus. Und zwar hat es da drinnen einen Roboter. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen. Das ist das Pfüpfchen da, wo ein bisschen aussieht, wie wenn es ein Floh wäre. Meine Damen und Herren, das ist der Roboter der Zukunft. Ein Mini-Gerät, das fähig ist, Sachen zu machen, die wir uns noch gar nicht vorstellen konnten. Zum Beispiel kann das kleine Pfüpfchen ins Auge injiziert werden, kann dort Tätigkeiten ausführen, sei es Medikamente oder kleine Operationen herführen. Und die Dame, die mit in diesem Team das entwickelt hat, sie ist mein nächster Gesprächspartner. Sie ist an der ETH tätig in der Forschung von solchen Minirobotern. Und ich freue mich extrem auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Simone Schürle. Frau Schürle, guten Abend. Bitte sehr, nehmen Sie Platz. Man kann sich ja nicht vorstellen, kein Mensch hat das jetzt zu Hause gesehen, dass da drin ein Roboter sitzt und Sie daran arbeiten. Können Sie mir mal einfach so in ein paar Worten Ihr Arbeitsgebiet umschreiben? Um was geht es? Also wir versuchen, unsere Idee ist es eben, möglichst minimal invasiv im menschlichen Körper einzugreifen, eben also für die Medizin. Dieser Roboter ist für die Medizin gedacht, Sie haben schon gesagt, er wird ins Auge injiziert. Bei den Erkrankungen an der Netzhaut, da kommt der Arzt schlecht dran, da müssen Endoskope ins Auge eingeführt werden, dafür muss der Glaskörper aus dem Auge entfernt werden. Das sind Eingriffe, die sind traumatisch und da wollen wir minimal invasiver werden, schneller, sauberer. Und eine Möglichkeit ist eben, wenn man so einen Mikroroboter initiiert, dass man an die Netzhaut fahren kann, dass man da dann, wie Sie schon auch gesagt haben, ein Medikament lokal abgeben kann, dass man Reparaturen an der Netzhaut, wie eine Membran abzunehmen, dass sowas ausgeführt wird durch den Roboter. Und die Frage ist sicherlich, wie bewegt er sich denn fort? Und das war auch bei uns natürlich die große Fragestellung. Und je kleiner wir werden, desto schwieriger wird das, Energie zu übertragen. Und eine Methode, mit der wir uns beschäftigen, weil Forschung geht in vielen Richtungen weiter, auch Batterien kleiner zu machen und so weiter. Aber mit was wir uns beschäftigen, sind Magnetfelder. Wir arbeiten mit magnetischer Energie. Und das heißt, um den Patienten werden große Elektromagneten angebracht, die wir, da liegt dann die Robotik drin, die wir eben, wo wir modellieren können, wie diese Felder generiert werden und die letztlich dann die Energie auf den Roboter übertragen. Und der Roboter ist ein magnetisches Objekt, das auf das Magnetfeld, das wir von außen generieren, reagiert. Wenn ich das schnell nur noch verifizieren darf, ob ich es richtig verstanden habe, dieser munzig kleine Roboter, der ist aus Metall. Correct. Und der sitzt dann irgendwo in der Flüssigkeit, genau, im Auge drin und schwadert dort rum wie eine wild gewordene Ente. Und jetzt muss man den an die richtige Stelle führen. Man kann ihm keinen Propeller anmachen, das wäre ein bisschen zu groß, hat auch keine Füße, also man muss ihn dirigieren, man muss ihn hinfahren und das Hinfahren, das geschieht mit dem Magnetfeld. Korrekt. Sie steuern so die Roboter. Wie erforscht man dann so etwas? Wie sieht Ihr Alltag aus? gut, also haben wir auf der einen Seite, um diese Systeme zu entwickeln, natürlich viel Physik und Mathematik, Modellierung der Magnetfelder von
von einem einzelnen Elektromagneten, wie diese dann im Konzert agieren, also wie die sich die Felder überlagern. Und dann probiert man viel aus, dann funktioniert es erstmal nicht und dann letztlich hangelt man sich dem weiter vor. Oft ist es so, dass man auch überrascht wird von manchen Ergebnissen, was man erst so nicht antizipiert hat. Ja, und wenn wir dann die, unser Setup, wie wir es dann so nennen, da gibt es dann auch verschiedene Versionen. Man fängt an mit einer, man merkt dann da Schwachstellen, arbeitet dann schon an einem nächsten Prototypen. Und dann werden erstmal Experimente durchgeführt in vitro. Also das heißt, wir haben einen kleinen Tank, da ist eine Flüssigkeit drin, die zum Beispiel dann die Flüssigkeit des Auges simuliert. Und da wird dann ein magnetisches Objekt erstmal, einfach nur ein kleiner Magnet eingeführt und dann steuern wir den. Und dann geht es natürlich dann weiter für die biomedizinische Anwendung, wo dann andere Felder noch mit dazukommen. Wir haben jetzt das Beispiel vom Auge. Sie, diese kleinen Roboter, je kleiner sie werden, je dümmer sie ja dann sind, oder? Weil sie dann nicht mehr so viel können. Wo ist dann die Grenze der Miniaturisierung? Ich würde nicht sagen, sie werden dümmer. Es ist eine andere Welt. Also wir haben hier keinen Chip on board, also keine Elektronik, wo wir diese künstliche Intelligenz dadurch schaffen würden, sondern wir kommen dann in die Chemie. Wir werden so klein, dass wir auf einzelnen Molekülschichten arbeiten, dass wir Funktionalisierungen dieser Metallschichten machen, die uns wiederum dann also als Beispiel im Auge ist es zum Beispiel auch sehr entscheidend, den Sauerstoffgehalt zu messen. Nun können wir auf das Metall eine Beschichtung aufgeben, die wo sich die Reflexionseigenschaften eines Fluoreszenzwirkstoffs ändert aufgrund von des Sauerstoffgehalts. Das heißt, es ist eine andere Sensorik und eine andere Intelligenz. Können Sie mir noch andere Beispiele geben, wo diese Roboter medizinisch eingesetzt werden können? Genau, also das Auge war für uns ein sehr guter Startpunkt, weil im Auge können wir den Roboter sehr gut verfolgen. Durchs Auge können wir durchschauen mit Lichtmikroskopen, wie Sie es auch da gesehen haben, weil wir brauchen Feedback. Wir müssen den Roboter detektieren. Nun, andere Anwendungsfelder sind dann aber auch zum Beispiel in der Krebstherapie, wo es darum geht, dass man lokal einen Wirkstoff anbringen möchte, wo wir nicht systemisch den ganzen Körper mit dem Wirkstoff belasten möchten. Die zerstört die bösen Zellen, aber viele gute auch, leider. Genau, eben unspezifisch. Und wenn man den Tumor in dem Sinne dann lokalisiert hat und das vorher weiß, und dann Mikroroboter, die dann noch kleiner werden als also noch kleiner als diese kleine Läuse da. Aha. Genau. Da kommen wir dann auf Größenordnungen von Zehntel von Haaresbreiten. Das ist dann, geht dann auf eine Größe von den roten Blutkörperchen, dass sich die Roboter, wenn sie es dann noch so nennen wollen, dann mitbewegen im Blutstrom. Und aber wir natürlich von außen Kräfte aufgeben können und diese Roboter steuern können. Anderen Mechanismen. Lernt man dann in Ihrer Forschung auch von der Natur? Also die Fortbewegung, die ist ja etwas vom Wichtigsten. Also studieren Sie dann Vögel oder Samenzellen? Genau, also je kleiner wir werden, es ändert sich die Physik auch da und es wird schwierig, diese Anwendungen auf der Makroebene, jetzt einen Magneten durch Blutlaufbahn zu ziehen, ist schwierig. Und wenn wir uns da ganz genau in der Natur auch umschauen, wie sich denn kleine Mikroorganismen fortbewegen, und das haben wir auch getan, dann sieht man, dass die so Flagellen haben. Wir haben da so ein Beispiel, genau. Also das ist Ihr Fortbewegungs Das Schwanz sozusagen. Der Rote, genau. Und jetzt könnten wir entweder versuchen, sowas in klein nachzubauen mit einem Motor, der jetzt diese Flagelle drehen würde. Das ist sehr schwierig. Ja, so klein. Genau. Und dadurch, wenn wir jetzt diese Flagelle eben wiederum magnetisch machen und von außen ein rotierendes Magnetfeld aufbringen, haben wir auch dieselbe Fortbewegungsmöglichkeit. Und das ist eben, weil je kleiner wir werden, sich da die Fluiddynamik auch ändert. Mhm. Und für kleine Objekte ist die Umgebung in Wasser so zäh wie Honig, also weil die Objekte so klein werden, weil die durch das Oberflächenvolumenverhältnis, ja. Also extrem spannend. Was motiviert Sie, auf dem zu forschen? Einmal die Neugierde. Also
ich finde es unglaublich spannend, in einem Feld zu arbeiten, wo wir teilweise noch nicht wissen, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Und das kann mir jeden Tag so gehen. Also sicherlich nicht jeder Tag unglaublich spannend, aber es ist einfach dieses, man hat Hypothesen, man verfolgt es, man wird manchmal überrascht durch andere Ergebnisse, entdeckt dadurch etwas. Also es ist eigentlich so ein... vielleicht der Entdeckergeist. Es braucht aber einen extremen Durchhaltewillen. Ja. Viele Enttäuschungen sind auch damit richtig, verbunden. Ja. Haben Sie noch ein Privatleben oder sitzen Sie 20 Stunden im Labor? Also ich verbringe sehr viel Zeit im Labor, das ist richtig. Habe aber auch sehr viel Freude daran. Also es verschwimmt ein wenig privat und beruflich, wenn die Arbeit so viel Spaß macht. Aber trotzdem muss alles eine gewisse Balance haben. Und also Sie schlafen nicht auch noch im Labor? Nein. In Japan macht man das ja. Ja, und da habe ich das auch mal gemacht, aber in Zürich nicht mehr. Genau. Heutzutage kann Forschung nicht mehr im stillen Kämmerlein betrieben werden. Wie wichtig ist es, dass wir uns auch in der Schweiz überall vernetzen als Forscher? Extrem wichtig, weil also das sind dieses Feld auch jetzt, was wir hier besprechen, ist extrem interdisziplinär. Also es ist ja auch keine klassische Robotik mehr. Wir brauchen Physiker, Chemiker, Biologen. Es ist Computer Science. Also wir haben von Maschinenbauer für das Bilden für den Aufbau der Systeme und so weiter. Also allein schon innerhalb der Gebiete ist extrem wichtig, sich zu vernetzen. Und dann natürlich entwickeln sich Kompetenzzentren. Und wenn die miteinander dann interagieren, dann kriegen wir halt die schnellsten Fortschritte. Ich bin sehr beeindruckt. Und wenn ich dann mal solche Dinge in meinen Blutbahnen habe, dann weiß ich, ich habe mit der Dame gesprochen, die weiß, wie sie sich fortbewegen. Ich gebe Ihnen das jetzt ganz sorgfältig mit, den sogenannten Roboter, der ja wirklich ganz anders ist, als was man sich vorstellt. Und danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Danke vielmals. Und danke vielmals. Unglaublich, oder? So klein. Jetzt kommen wir zu jemandem, wo wahrscheinlich jedes Kind, mindestens in der deutschsprachigen Schweiz, genau weiß, wer er ist und über Generationen uns geprägt hat. Und zwar mit seinem Engagement und der unheimlichen Leidenschaft, die er hat, rund um seinen Beruf, nämlich der Berichterstattung im Sachensport. Er hat uns alle geprägt, er ist jetzt aber langsam so weit, dass er sagt, jetzt gibt es noch einen grossen finalen Punkt, nämlich die Weltmeisterschaften in Brasilien. Dort setze ich einen Schlusspunkt und dort tue ich so langsam kürzer treten. Aber vor einer grossen Karriere hat es auch immer einen sehr spannenden Anfang. Und wir schauen jetzt in diesen spannenden Anfang, und zwar vom Benny National. Wie würden Sie selber Ihre Qualitäten sehen? Welche sind die wichtigsten? Ja, ich weiß nicht, ob das eine Qualität ist. Schlechthin, einfach, dass ich ein Mundwerk kann, das läuft. Oder? Das ist einfach günstig für den Beruf, den ich ausübe. Meier verlängert zu Barberis. Barberis an den linken Flügel auf der Höhe der Mittellinie zu Elsner. Elsner weicht zurück, schaut sich um, wo sind die freien Mitspieler. Im Moment kann er keinen erkennen. Überlässt den Ball deshalb nur 2-3 Meter, nimmt sich zu Ponte, der mit dem Ball nun an den rechten. Ich weiß ja gar nicht, wie man so auch reden kann, aber jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Benny Turner! Oh, schön! Aber gell, du redest nicht immer so schnell. Nein, das war natürlich eine Radioreportage. Und jetzt bin ich natürlich seit langem beim Fernsehen. Und beim Fernsehen dürfen wir ja, muss man ja Pause machen, weil das Bild ist das Wichtige. Wir nur ergänzen. Man sagt liebevoll zu dir, du bist der Schnurri von Nation. Man sagt auch, es ist der Benny National. An mich würde schon interessieren, wie siehst du dich selber denn? Das ist noch schwierig zu sagen. Also ich sehe mich eigentlich als Mensch, der ziemlich viel Glück gehabt im Leben. Ich habe ein gescheites Buch gelesen, ich weiß nicht mehr von wem. Der hat gesagt, alle Leute, die irgendwie Karriere machen, die Erfolg haben, glauben, das sei wegen ihrem besonderen Talent, weil sie etwas Besonderes geleistet haben. Aber in Tat und Wahrheit, vom CEO bis zum Forscher, sind 75% Glück. Und der Rest ist auch noch ein bisschen Begabung. Und ich glaube tatsächlich, dass ich auch einfach im richtigen Moment am richtigen Ort war. Und dann einfach das, was ich am liebsten machen konnte,
zum Beruf machen. Das ist wirklich deine innerste Leidenschaft, die ja, du jeden Tag so mehr oder weniger hast können ausleben. Ja, also man merkt dann natürlich, dass man ein bisschen Talent hat. Und also ich bin einfach sehr gerne kreativ. Und weil ich mit den Händen eigentlich nichts anfangen kann, bin ich dann halt mit den Worten oder mit den Wörtern möglichst kreativ. Du giltest als jemand, der sich auch akribisch vorbereitet. Also die Zettelkasten ist legendär. Mhm. Was steht denn eigentlich alles auf diesen Karteikarten? Das sind so Fische, wie sie verboten sind oder, für die einzelnen Menschen. Also das ist dann natürlich banal. Es ist ein bisschen wie ein ganz modernes Agententum. Das heisst, es ist eigentlich Mosaiksteine, die werden da zusammengesetzt. Also von jedem Spieler, weißt, Schuhnummern? Vornamen. Nein, aber zum Beispiel Vorliebe das Alter. Also, das Geburtsdatum, weil vielleicht hat dann gerade einer an dem Tag, wo ich ihn kommentiere, Geburtstag, dann so triviale Sachen, ob es ein Stürmer oder ein Verteidiger oder ein Goal ist und dann die Vereine, wo er überall war, was alles schon gewonnen hat. Und dann besonders interessant natürlich so war ja einfach da so ein Spieler ein bisschen auszeichnet. Also zum Beispiel, weiss ich noch, der Thierry Henry, der ist am Tag auf die Welt gekommen, nachdem der Elvis Presley gestorben ist. Und dann ist das Gerücht gegangen, dass er jetzt die Reinkarnation von Elvis Presley. Gut, das kannst du dann einmal erzählen, oder? Und nachher nicht mehr. Wobei, das hat sich eigentlich geändert mit dem Internet. Also früher war der Beste der sich am der meiste informiert hat, der meiste Informationen hatte. Und heute sind eigentlich die Informationen allen zugänglich. Also von dort her habe ich meinen Wissensvorsprung völlig verloren. Und heute kommt es darauf an, dass man auf all diesen Informationen die richtigen rauspickt und eben auch wieder zum richtigen Zeitpunkt dann platzieren kann. Das schafft man ja nicht immer. Also wenn man sich so ja, genau so vorbereitet wie du und dann steht in der Zeitung irgendeine abominable Kritik, wie verletzend ist ja, das? Ja, mit der Zeit ist es schon ein bisschen verletzend, wenn es zu viel wird, aber kann man so lernen, dass das dazu gehört. Also ein Mensch, der einen Fußballmatch schaut am Fernsehen, es ist Teil vom Lustgefühl, dass man sich kann über den Reporter lustig machen kann. Und wenn der Vater am Sohn kann sagen, das stimmt nicht, ich weiß es besser, dann ist das ein riesen Erfolgserlebnis für den Vater und dann mag ich dem das eigentlich gönnen. Kannst du das immer so positiv wegstecken? Ja, es ist einfach, wenn dann anfangen, die Sachen erfunden werden oder wenn Fehler dann aufgebauscht werden. Also ich verwechsel mal zwei Spieler und dann stand noch in der Zeitung, ständig verwechselt er X mit Y. Oder? Das sind dann einfach Sachen, weil du lebst schon davon, das ist dein Beruf und dann hast du das Gefühl, die schädigen jetzt dein Image eigentlich. Aber eben, das ist part of the Job und mit dem muss man leben. Also wer das nicht aushalten kann, der muss heute nicht mehr zum Fernsehen. 40 Jahre bist du dabei, ein bisschen weniger. Die Fernsehlandschaft hat sich verändert. Werden wir zu Auslaufmodell? Ich glaube, wir sind es schon ein bisschen, ja. Also ich glaube, das Fernsehen als solches ist ein Auslaufmodell. Ich glaube, wir beide haben ein riesiges Glück gehabt, dass wir beide eben zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Wo wir angefangen haben, ist das Fernsehen bedeutend geworden, immer bedeutender. Und jetzt, wo wir aufhören, wird es immer unbedeutender und wird es durch das Internet ersetzt. Natürlich nicht wegen uns, aber wir haben das Glück gehabt, eigentlich die hohe Zeit des Fernsehens voll auszukosten. Trotzdem hast du gesagt, aufhören Fernsehen machen ist wie Drogenentzug. Was das ist natürlich Drogen so beim Fernsehen? Die Droge ist, dass du das ganze Leben, also bei mir ist das jedenfalls so, das ganze Leben ordnest du schon deiner Fernsehtätigkeit unter. Das heisst, sogar wenn ich irgendwie in Delphi bei einem griechischen Tempel einen lustigen Spruch lese, also dort ist zum Beispiel gestanden, Betrunkene, Alkoholisierte dürfen nicht ins Stadion. Das war 600 vor Christus. Und 200 vor Christus haben die Römer das weggenommen. Oder? Also schon da haben die das Problem gehabt. Dann ist das zwar Ferien und das ist Antike, aber dann trüllt es bei mir. Und dann denke ich, das gibt vielleicht einmal einen Moment, wo ich das irgendwann in einer Reportage wird können platzieren können. Oder wenn ich in ein und Museum gehe. Das bei dir auch in der Zitatenliste. Ja, das müssen dann schon richtige Zitate sein. Wobei, die Zitate habe ich dann nicht auswendig eigentlich. Ausser, sie kommen. Ja, man kann sich schon mein Hirn so ein bisschen als Rumpelkammer, also als Gröll halten. Kann man sich da vorstellen, ein Haufen Zeug rum ist. Und dann gibt es vielleicht einen Moment, wo gerade so ein Teil passt. Und dann kann man das
hoffentlich vorne und dann platzieren. Und dann ist das für einen selber, ist das, ja, das tut einem dann wohl. Denkt man, jetzt ist es super gelaufen, oder? Und manchmal ist es dann halt auch nicht so super. Du hast gesagt, die Droge vom Fernsehen ist die, dass man eigentlich immer, also nie für runter hat, sondern immer irgendwie daran umdenkt. Jetzt, ja. Hast du dich entschieden, so etwas kürzer zu retten? Die brasilianische Meisterschaft, hätte ich auch gesagt, WM in Brasilien, ist sozusagen das Endstück der jetzt wirklich von dir auch entsprechend verfolgten Karriere bis anhin. Bist du jetzt auf härtem Drogenentzug oder auf weichem? Nein, es ist natürlich so, dass ich eigentlich einen permanenten Drogenentzug habe. Ich bin eigentlich der Erfinder von der gleitenden Pensionierung. Ich finde, das müsste es geben, die gleitende Pensionierung, wie die gleitende Arbeitszeit. Das heisst, ich habe schon mit 60 angefangen, immer ein bisschen mehr abbauen. Nur hat das bis jetzt noch niemand gemerkt. Aber das ist tatsächlich so und das wird weiterhin so sein. Man kann sich das so ein bisschen als Kurve vorstellen, wo sich immer mehr im Nullpunkt nähert. Also ich weiß auch nicht, das ist Zeit und das ist die Anzahl Tage pro Jahr und dann geht das, sind immer weniger Tage pro Jahr, immer weniger, aber ganz null wird die Kurve nie erreichen. Also respektive dann, wenn der liebe Gott sagt, jetzt ist genug, komm zu mir rauf oder geh dort runter, je nachdem. Ja, und darum ist die Journalisten, die Medien hätten so gern den Punkt, oder, wo er aufhört, wo er zum letzten Mal das Mikrofon abzieht, wo er in Tränen ausbricht. Aber den gibt es eben nicht, weil das habe ich mir schon lange überlegt, wie wird denn das einmal sein? Und ja, so geht das langsam. Ich dann ein Sportpanorama moderieren, dann bis Ende Jahr. Ich dann noch Kunstturnen, solange Julia Steingruber noch gut ist. Oder? Also, ich treffe sie dann hoffentlich sein. Trio, oder? Das ist dann in 2 Jahren. Ja. Und dann hat das Fernsehen jederzeit das Recht zu sagen, jetzt ist genug. Und ich kann auch das Recht zu sagen, jetzt ist genug. Und dann wollen wir mal schauen. Ohne Wehmut. Ja, tatsächlich. Weil einfach die Sachen, die man verdrängt, weil sie schlecht sind, ich will nicht sagen, die nimmt man jetzt ein bisschen mit Genuss auf, aber wenn man denkt, gut, also jetzt jedes Update von all diesen computerisierten Arbeitswegen, die es da gibt, muss ich jetzt nicht mehr mitmachen. So schlecht ist das also nicht. Gibt es denn so, sagen wir jetzt mal, eine Wehmut, was, wie viele, du hast gesagt, es geht so Kurven gegen Tangenten zu, wie viele das, was übrig bleibt. Gibt es da gewisse Ängste, wenn man ein Leben lang immer leidenschaftlich gearbeitet hat, genügend andere Sachen, die das ausfüllen? Ja, das gibt es. Wobei, die Angst hatte ich schon gehabt. Also, du musst dir vorstellen, man sagt ja immer, ich habe das Hobby zu meinem Beruf gemacht. Jetzt bist du 65, jetzt sage ich es dir, du darfst jetzt deinem Hobby nicht mehr nachgehen. Mhm. Also, dann ist da irgendwie eine leere Fläche. Und darum musst du einfach sehen, dass das Leben nicht nur aus Fernsehen besteht, sondern auch aus ganz vielen anderen Sachen. Und da kannst du langsam da ein bisschen rein. Was sind deine anderen Sachen? Ja, ich reise natürlich leidenschaftlich gern und muss dann nicht mehr auf all die Termine Rücksicht nehmen. Wobei ich habe jetzt eine Partnerin, die Lehrer ist. Also jetzt muss ich wieder in die Schulferien. Muss ich jetzt gleich wieder reisen. Partner ist natürlich auch wichtig, fühlt auch einen Teil vom Leben aus. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wenn ich bis jetzt gelebt habe. Ja, wo ich die Zeit hergenommen habe. Ja, Zeit hergenommen habe fürs Privatleben. Und du machst jetzt seit neuestem auch noch Kunst, habe ja, ich gesehen. Ja, gut, das ist. Ja, ja. Ja, ist das also ein Alterserscheinung? Nein, mich interessiert die moderne Kunst. Und zwar finde ich das faszinierend, weil keiner kann einfach sagen, es gibt kein Feuilleton, das sagt, das ist gut und das ist schlecht. Jeder wird gezwungen, sich selber eine Meinung zu bilden. Mhm. Und darum habe ich das einfach verfolgt. Und dann eines Tages hat mich das angeworfen. Jean Tinguely ist eigentlich so ein bisschen, es hat einen Film über ihn und er ist am Grand Prix von Monte Carlo gewesen, natürlich Sport ist klar und dort mit ist ihm ein Ferrari der Auspuff ausgeht und er hat das so ein gutes Teil gefunden und der Verrücktkeit ist auf die Piste, hat den Auspuff rausgeholt und hat aus dem Auspuff ein Kunstwerk gemacht. Objet Trouvé. Und bist du auch auf eine Piste gestürzt ja, und hast nein, das Objekt gemacht? Ich habe meine Uhr habe ich in die Revision geschickt. Und dann haben sie mir dann Haufen Teile austauscht und haben mir die Teile, also die Verschleißteile, zurückgegeben. Und dann habe ich die so vor mir gesehen und ich dachte, ja, ist noch lustig, das sieht aus wie ein Rädchen und dann kommt man auch ein Rädchen und dann kommt man. Und dann habe ich plötzlich einfach die Idee gehabt, habe ich mal so einen Stift, Leimstift genommen und habe das einmal so gemacht und dann hat es ein Velo gegeben und dann ist mir die Idee gekommen, also eben, ich komme ganz von der Wortspielerei eben nicht weg. Also das zeigt ein Velo-Rennfahrer in voller Aktion.
Die Spirale kann man so als Buckel vom Velorem vor. Und die Speicher sind eben Zeiger von der Uhr. Das sind ja alles Teile von der Uhr. Und darum heisst es eben das Werk Zeitfahren. Weil es einerseits zeigt es einen Zeitfahrer und andererseits sind eben Teile von einer Uhr. Hast du jetzt nicht im Sinn, nächstens auch noch unter Künstler zu gehen? Ja, nein, also man kann ja nicht unter Künstler gehen. Entweder ist man es plötzlich oder nicht. Aber wenn ich, also eben, ich brauche die Inspiration von außen. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt irgendwie Kunst. Aber ich habe natürlich schon weitere Sachen. Ich habe mein Schloss müssen auswechseln, wo bei mir eingebrochen wurde. Und so ein Schloss ist ja so ein grosser Zylinder. Und wenn man den aufstellt, sieht man aus einem Mann und so weiter. Aber ich will euch jetzt nicht da belästigen mit meinem Werkverzeichnis. Also, du bist voll beschäftigt. Bis 12, ja. Du hast gesagt, Journalisten hätten gerne eine pensionäre Klapfbang so gemacht. Dann hat man schöne Geschichten, Benni mit Tränen in den Augen. Also, diese Frage haben wir abgehandelt. Dann gibt es eine zweite Frage, die ist immer auch, die kommt wie das Amen in der Kirche. Nach der Beziehung und der Liebe, wie funktioniert das? Ich stelle die jetzt noch zum Schluss, damit ja, wir die zweite auch noch gestellt haben. Möglich, weil wir leben 100 km auseinander. Meine Partnerin ist Schullehrerin, Primarschullehrerin. Die muss jeden Morgen weit draußen in der Ostschweiz ihre Frau stellen. Und ich wohne natürlich immer noch da, 100 km von ihr weg. Also, es gibt noch keinen gemeinsamen Haushalt, aber wir arbeiten daran. Sehr gut. Brasilien steht vor der Tür. Ich möchte natürlich den Tipp haben vom Kenner, wie weit das die Schweiz kommt. Also es gibt Papierform und die sagt, dass wir weiterkommen. Und dann müssen wir leider gegen Argentinien, einen der Top-Favoriten, antreten im Achtelfinale. Und scheidet dann halt aus. Aber ich kommentiere ganz zum Schluss von der Vorrunde den Match Bosnien-Herzegowina gegen Iran. Lachen mich alle Leute aus und sagen, das interessiert doch niemand. Mal, das interessiert jemand, weil nach meinem geheimen positiven Plan für die Schweiz kann dann Bosnien eben mit einem Sieg Argentinien überholen. Und dann muss die Schweiz im Achtelfinale nicht gegen Argentinien, sondern gegen Bosnien spielen. Und darum sind dann alle Schweizer, 1 Million wird für Bosnien Fan. Und der Match Bosnien gegen Iran wird zum absoluten Publikumsrenner in allen Partien. Mit dem Kommentar sowieso. Genau. Und wer wird Weltmeister? Ja, eben vielleicht Argentinien. Es gibt so eine Logik, dass Südamerika immer Südamerikaner Weltmeister werden. Brasilien hat schon einen unglaublichen Druck und so gut sind die auch nicht. Vielleicht werden sie es. Wenn es nicht auf das rauskommt, würde ich die Franzosen als Dark Horse anschauen. Frankreich ist jedes zweite Mal im Finale. Im 98 sind sie Weltmeister geworden. 2002 entsetzlich abgeschifft. 2006 im Finale, jawohl. 2010 wieder abgeschifft. Und 2014 wäre es logischerweise wieder da. Aber da wird noch gewährleistet werden, oder? Zuerst mal mein Panini-Büchlein füllen und dann schauen wir weiter. Ich wünsche dir alles Gute und herzlichen Dank, Benni. Und genieß deine Zeit und hauptsächlich jetzt die Weltmeisterschaft, die sozusagen die Krönung jetzt noch in ist am Schluss von deiner Karriere. Danke vielmals. Danke. Das war es von unserer Seite, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen inspiriert. Jetzt geht es erst einmal weiter anregend mit dem NZZ-Format. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit neuen Gästen, hoffentlich neuen Höchstleistungen. Und in diesem Sinne auch mit euch daheim, die uns treu halten. Bis dann, ciao zusammen, schlafen gut. Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbach.